Gute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elex. Wir haben gerade erfahren, wie man sprinten kann. Und vor allem, dass die meisten Aktionen auch Ausdauer brauchen. Also ist Ausdauer sehr wichtig in diesem Spiel. Was mir bei dem Spiel jetzt momentan noch nicht gefällt... Hier müssen wir aufpassen. Eine Menge Fleischfresser treiben sich hier in dieser Gegend herum. Ja. Was ist eigentlich deine Aufgabe bei deinem Clan? Viele Berserker bleiben in der Stadt. Da ist es sicher und man läuft nicht den Häschern der Alps in die Fänge. Ich selbst gehöre zu den Kriegern und sorge dafür, dass unsere Werker und Setzer auch ihre Ziele erreichen. Aber darüber kannst du in der Stadt mehr erfahren. Wir sollten jetzt weitergehen. Hier ist es nicht sicher. Alles klar, dann erfahren wir wohl später etwas mehr darüber. Geh weiter. Bleib hinter mir. Geh weiter. Richtig nett. Ja, also was ich sagen wollte ist, dass bei diesem Spiel, wenn man den Spielstand laden will, dauert es Ewigkeiten, bis man endlich mal fertig geladen hat. Also ich weiß nicht, ob sich da noch was ändern kann durch ein Patch oder so. Aber das hat schon recht lange gedauert. Dann folgen wir ihnen mal. Was ist da drüben? Einige Ruinen der alten Welt. Das sehe ich, aber warum halten wir hier? Da drinnen habe ich vor 2 Tagen einen Trupp Kleriker beobachtet. Diese religiösen, technikvernarrten Fanatiker aus dem Osten wurden von einer Gruppe Fleischfresser angegriffen. Hörte sich nicht so an, als ob sie das überlebt hätten. Interessant. Kleriker. Was denn? Kleriker hier draußen? Das hört sich ja gerade so an, als wärst du beunruhigt. Du scheinst die Kleriker wohl nicht zu mögen, was? Zu welcher Gemeinschaft gehörst du nochmal? Das sage ich besser nicht. So. Die Wahrheit sagen wir nicht. Oder nein? Komm. Was macht das für einen Unterschied, woher ich komme? Ich gehöre zu keiner Gemeinschaft. Wir Berserker kümmern uns sowieso um jeden Flüchtling, der sich in unser Land verirrt hat. Wenn er nicht gerade die Absicht mitbringt, uns ausrotten zu wollen, wenn du verstehst, was ich meine. Nein, verstehe ich nicht. Gehen wir durch die Ruinen? Das überlasse ich dir. Die Fleischfresser machen in dieser Gegend keine Gefangenen. Wenn wir die Ruinen meiden, ist es ungefährlicher. Andererseits... Die erledigten Kleriker da drin haben vielleicht noch nützliche Ausrüstung. Ich würde zwar die Finger davon lassen, aber bei dir sieht die Sache ja vielleicht anders aus. Da hat er wohl recht. Ach komm, wir brauchen Ausrüstung. Wir gehen durch die Ruinen. Dann bist du mutiger, als ich bisher angenommen hatte. Also gut, dann los. Ja, das überrascht dich jetzt mal, Oh, Level aufgestiegen. Wenn sie nicht schon geplündert wurden, müssten die Leichen der Kleriker noch da sein. Stärke ist natürlich das Standardding. Mana, nein, ich bin lieber auf Stärke, würde ich sagen. Ach, wir haben 7. Oh, jetzt. Ach so, wir haben noch. Ja, dann machen wir erstmal alles ein bisschen. Warum nicht? Was ist das hier? Können wir auch etwas? Nahkampf. Ja. Heilstange. Ich dachte, wir hätten noch eine Waffe. Oh. Wir haben auch Fernkampf. Aber auch nur 2 Pfeile. Unsicher nicht.
Da, die Bergerhose. Ah, hier ist Questmenü. Und das ist also die Karte. Kamen wir daher? Oder da? Ich weiß nicht, ja. So. Die ist schon recht groß. Schande. Na dann. Folgen wir ihm wieder. Kann's weitergehen? Ja. Da kann man hochklettern. Ich glaube, das sollten wir mal versuchen. Oh, das wird aber dauern. Tja. Vielleicht spüre ich das auch vor. Oh, endlich sind wir oben. Das kann nicht sein. Wie viele Minuten jetzt vergangen sind. Ach du Schande, bin ich schlecht. 50 Elex. Ich glaube, das hat sich gelohnt. Ne? So. Kann man... Okay, man kann nicht da lang. Oh, er kämpft. Hat schon gewonnen. So. Ja, das war doch schön. Fertig? Ja, fertig. Kann's weitergehen? Dieser Ort eignet sich hervorragend für einen Treffpunkt. Ach du Schande, wie viel Schaden macht der denn? Hallo? Ich habe kein Leben mehr. Das Vieh mache ich platt. Das konnte ich aus der Luft von meinem Gleiter aus schon sehen. Alter. Fast gestorben. Ach du Schande. Ja, ich auch dann mal. Steuerung wieder reinkriegen. Jetzt komm. Stimmt eigentlich. Ah, ist tot. Ups. Dann nehmen wir mal wieder alles hier. Haben wir alles mal gebrauchen. Oh, eine Axt. Hoffentlich ist die besser als die Waffe, die wir jetzt haben. Ja. Nein. Oh, ich... Nee. Nee, nee. Oh, ich wollte...
Machen wir es so. Auf der 2 ist die Waffe, auf der 1. Ach, der hat beide getötet. Nee, schlafen brauchen wir nicht. So. Propaganda. Ja gut, diese Sprache verstehe ich nicht. Vielleicht weiß dann, was da steht. Kannst du dann in die Kommentare schreiben. Klopapier. Immer sehr wichtig. Ja, sonst gibt's ja auch nichts mehr. Fertig? Ja, ich bin fertig. Missionsbericht. Aha. Ah, draußen gab's auch noch jemanden, den wir vergessen haben. Ja, wusste ich doch. Dann durchsuchen wir mal alle Leichen. Kann's weitergehen? Ach, jetzt nervt doch nicht so. Ich beeil mich doch schon. Also, dieses Gebäude sieht aus, als wäre dies in der alten Welt einmal so etwas wie eine Lagerhalle für Maschinenteile gewesen. Ein Berserker mit Kenntnissen über Maschinen. Hey, wir nutzen keine Technik. Das heißt nicht, dass wir dämlich sind. Erledige, was du hier machen willst, und dann lass uns hier schnell wieder verschwinden. Ist ja gut. Ja. Was gibt's denn hier alles? Okay, keine Bank. Oh, wie viele Sachen es hier gibt. Oh, Geld. Ich dachte, ich war unten. Moment. Der war wichtig. So. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Aber brauchen wir noch eine Leiche, wie gesagt. Ups. Ich hau ab. Was ist denn los? War ich vergiftet? Ach du Schande. Was war das überhaupt für ein Vieh? Die war gerade eben wahrscheinlich. Ah, hier gibt's wieder viele Sachen. Zum Aufsammeln. Ich bin nicht gut genug. Wie? Das ist aber echt blöd. Da hängt noch etwas dran. Oh. 10 Pfeile. So, packen wir diesen Sprung, ist jetzt die Frage. Das war ja einfach. Ach, so viele Pfeile. Ja, aber ich will ja noch die letzte Leiche finden. Was? Oder mächtige Heilpflanze. Okay. Okay. Dann benutzen wir mal die Leiter. Okay, wir hätten einfach runterfliegen können. Würde schneller gehen. Naja.
brauchen wir nur noch die letzte Leiche. Ja, ich würde sagen, das war's auch für diese Folge. Die nächste Folge kommt, glaube ich, heute auch nochmal an. Und ja, ciao und tschüss. Macht's gut.